So Leute, aber jetzt ernsthaft mal, das ist nicht so übel, oder? Ich meine, die Dinger, die sehen zwar schon ein bisschen brachial aus, die da zwischen dem Grün herragen, aber unterm Strich ist schon ganz cool. So Leute, der Morgen, der war eine ziemliche Katastrophe. Hier war so viel los. Habe ich ja mich schon zu geäußert. Ne? Wer hier sonst noch für zu viel Frequenz sorgt, außer mir? Naja, ich bin trotzdem ein bisschen zu was gekommen. So, jetzt habe ich nochmal gestimmt. Wollen wir mal sehen, ob wir jetzt beim 4-millionsten Take, weil ich natürlich nachher im Video sagen werde, wer der Erste gewesen ist. Das machen die nämlich immer so. Ich mache das auch so. Ah, erster Take, geil! Ha, ich muss doch gar nicht üben! Gestellt wurden, habe ich hier auch noch mehr aufgeschrieben, um sie zu beantworten. Das ist gar nicht so einfach. Wie komme ich zu dem Projektnamen Fetter Doppelmord? Ich glaube, die Situation war, ich habe mit einem Kumpel einen Film geguckt. Robert De Niro ist Ermittler und kommt wird zu einem Mord gerufen und sieht da die Bescherung und kommt dann rein und sagt, es sieht mir nach einem fetten Doppelmord aus. Und ich weiß, es war nicht angemessen in der Situation zu lachen, aber daher kam fetter Doppelmord. Vielleicht ist das auch, vielleicht konstruiert sich das in meinem Kopf auch nur noch so. Das kann auch sein. Oft ist das ja so. Man denkt dann, das kommt daher, weiß ich. Und dann hat er aber eigentlich was ganz anderes gesagt. Aber das wäre die Geschichte. Daher kommt fetter Doppelmord. Und ich hatte da gerade an dem ersten Album gearbeitet, das ist ja übrigens schon extrem lange her, das erste Album. Die Aufnahmen dazu, da war ich noch in Köln. Da habe ich Aufnahmen dazu schon gemacht, das muss um 2002 oder so gewesen sein. Und ich habe die wegen Metal-Demos, als Metal-Demos die Webseite gelauncht wurde vom geschätzten Kollegen Sergeant Rumpel, da habe ich das fertig gemacht und bis dahin, ich war zwischendrin, war ich bei progressivem Rock gelandet auch. Ja, aber die Sachen, die ich alleine gemacht habe, die waren dann im Prinzip doch eher so ein bisschen mit härteren Riffs und so. Und die zweite Frage war, wie komponiere ich? Ehrlich gesagt, es ist mir jedes Mal aufs Neue ein Rätsel. Und wenn, manchmal bei so einem Plärren kommt dann irgendwie so ein Riff und den spiele ich dann nochmal und zu stundenlang und die Nachbarn haben schon die Polizei gerufen, die Feuerwehr, alles und ja, ich weiß es nicht, so in etwa. Und wenn ich einen Riff habe, dann ergeben sich daraus oft die anderen Parts. Und wenn man bei meiner Musik mal genau Acht gibt, auch ist es oft so, dass die gar nicht so aus dem gleichen Haushalt stammen, die verschiedenen Parts. Also die sind schon zum Teil zusammenkonstruiert. Was allerdings auch diese Art von Musik ausmacht, dass sich eben durch Elemente, durch Soundelemente oder sonst irgendwas die verschiedenen Parts irgendwie ergänzen. Und
In den meisten Fällen ist es dann über einen Rhythmus dann, über das Timing. Und die Harmonien ergeben sich im Prinzip aus den gespielten Sachen davor. Gut gekauft. Gestorben, sage ich beim Film immer.